Jetzt ist gut, aber zurückreisen wir noch. Als ich als Eberhard Bohn. Ich habe mal Mühlebauer gelernt bei meinem Vater. Damals hat es das noch gegeben. Heute gibt es den Beruf offiziell nicht mehr, der Mühlebauer. Ich habe auch Mühlebau studiert, 4 Semester in Braunschweig. Mein Vater hat ursprünglich da einmal gebaut, 1928. Da war das noch Wald vorher. Der Wald ist abgeholzt worden und hat er da hergebaut. Ja. Damals war der Mühlebau noch, man kann fast auch sagen, Hightech damals. Ja. Es hat nichts gegeben, was, wo der Mühlebau nicht vorne mitgemischt hat in der Technik. Ja. Zumindest bis nach dem Ersten Weltkrieg. Er hat sich mit Rädern und Übersetzung und was als befasst. Das war ganz wenig. Klar ist damals schon die Industrie aufkommen, aber die ganze Industrie kommt ja vom Mühlebau her, vom Wasserradbau. Bloß die, die eine Wasserkraft zur Verfügung hatten, hatten überhaupt eine Kraft zur Verfügung gehabt, bis Dampfmaschine. Eine Wasser. Dann habe ich keine Kohre, hat der Müller gesagt. Dann habe ich keine Kohre, kein Wasser. Dann habe ich Wasser rundgehauen, dann ist die Mühle hin. Ja, also, das lässt sich ja da gerade oben auf dem Welsheimer Wald, wo aber doch kleine Bäche da sind, die nie ständig so viel Wasser bringen, dass das Wasserrad ständig läuft. Man muss da einen Speicher einbauen. Kanal oder ein See, wo man speichern kann. Ja. Und dann kann man für einige Zeit mit, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 PS die Mühle betreiben. Und die Leistung vom Bach selber im Jahresdurchschnitt liegt bei den meisten Bäch knapp um 1 PS. Mit dem kann ich aber keinen Mahlgang treiben. Die Mühle sind meistens, müsste halt da gebaut werden, wo immer Wasser ist und wo Gefälle zu erreichen ist. Je mehr Gefälle, desto mehr Leistung. Und das war meistens irgendwo abgelegen. Also da oben unsere Mühle auf dem Welsheimer Wald sind alle außerhalb der Stadt gelegen. Zu euch das Rad hält, jetzt sieht man an der Meischermühle wieder, gute 20 Jahre, und dann ist schon einfach verfault. Ich meine, heute ein bisschen auch eine Rolle spielen, dass die Wiese recht überdenkt sind und dass sich da Pilz auf dem Wasserrad, das sind ja die Pilze, die das Wasserrad, das Holz zerstören, dass die da besser gedeiht und dass das vielleicht etwas ausmacht, dass ein paar Jahre weniger hält wie früher. Achse, Mühlebau sagt der Weltbaum, weil der Weltbaum ursprünglich aus einem Baum gewesen ist. Dann Rosette, das sind also die Teile, die normal vorhanden sind, wenn man Wasserrad baut und Lager. Und von da aus noch die Arme, die wir da hinten sitzen, das sind Felgen. Das ist das, was wir jetzt gerade angelegt haben. Und da drinnen sitzen die Schaufeln. Das werden wir herumdrehen. Da läuft, das ist der Oberschläg, das Wasserrad. Das Wasser oben rein, füllt die Schaufel an. Und wenn entsprechend viel voll sind, kriegt das Gewicht, dass das anläuft. Ja, das ist der Mittelpunkt vom Rad, das ist nachher auch der Mittelpunkt von der Achse, vom Weltbaum. Das ist also mit dem Königstock da beim Aufbau. Das entspricht noch der Nabe, oder? Ja, der Nabe. Und da vorweg gehen die Arme.
Die liegt jetzt allerdings nachher zwischen den Brettern. Das ist ja die Werkbank, das ist ja nicht das eigentliche Rad. Die laufen dann raus, aus der Rosette, die ungefähr 1,10 Meter Durchmesser hat nachher in Wirklichkeit. Laufen da raus. Bis zur Felge, da Felge Mitte, da wird das eingestemmt. Die Felge wird jetzt ganz rum angelegt, zusammenpasst. Wirklich exakt, oder? Ja, müsste der exakt sein. Das muss also so rausgeschnitten werden, dass das zusammenpasst. Da kommt nachher eine Feder dazwischen, was dicht ist. Und da unten im Radzirkel, dieser Durchmesser vom Rad nachher. Das ist also da. Die sind jetzt auch nicht genau rausgesägt. Nachdem haben wir die jetzt rausgesägt und das ganze Rad zusammenpasst. Da schaut sie. Wenn das ein Millimeter Unterschied ist, sind wir nicht zufrieden. Wir müssen also genau auf dem Riss bleiben. Und dann passt nachher auch zusammen. Selber noch ein Spalt, müssen wir noch mal durch selber das. Selber ganz exakt. Wow, noch werden die Arm, Speicher eingepasst. Die werden mit Platten neu gemacht, also ausgestimmt und dass das fest ineinander sitzt. Werden verschraubt. Und noch werden die Schaufel eingepasst. Da muss man auch gucken, dass man nicht mit den Löchern gerade in den Arm reinkommt. Das ist jetzt überall gleich. Jetzt müssen wir dort nicht fahren. Dann muss man natürlich raus. Ja. Das ist wieder außerbindig. Ich muss jetzt auch noch fast bindig werden. Mit dem da. Das ist eigentlich ein bisschen was heißt Kunst, aber das muss der Mühlenbauer wissen. Da dran sieht man meistens, wenn er ein Wasserrad baut, wo noch nie alles gebaut hat oder ganz selten, der merkt man auf einmal, dass er irgendwo daneben ist. Den muss man lassen. Nehmen wir noch ein neues nach. Und da stellen wir so eine Schaufel nach, das Eck. Zwingen es nach und bohren es leicht an. Die Schaufel wird verbohrt. Dann wird der nächste Radkranz gemacht, genauso. Das spiegelbildlich. Die Schaufel muss natürlich die Schaufel, die hier die erste Schaufel ist, muss auf der anderen Seite auch die erste Schaufel sein. Aber auch wieder spiegelbildlich. Ist eigentlich jedes Teil beieinander gewesen. Und dann wird also alles wieder auseinander gemacht und dann fährt man zur Maischermühle und montiert. So eine Mühle wie die Maischermühle gibt es eigentlich ganz selten. Also es gibt Leute, da zähle ich auch dazu, die sagen, die schönste Wassermühle Deutschlands. Und das hat seine Gründe, also die Mahlgänge, die Sichtmaschine. Das war schon ein bisschen eine größere Mühle, die Maischermühle. Aber sie war um 1500 schon da. Also ich schätze, dass die jetzige Einrichtung so 200 Jahre alt ist, zum Teil. Gracias.